Moin Stefan, hast du es geschafft? Tja, Jens, grüß dich. Hi. Erschlagen vom EQC hier. Ja, der merkt, dass das Tesla-Fahrer sind. Ja, ja, genau. Warum bist du noch im Leben? Der Tesla-Fahrer. Da kenne ich aber Videos so. Das stimmt. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Kein Problem, einfach dranbleiben. Denn gestern hatten wir hier in Bremen in der Überseestadt im Schuppen 1 im Zentrum für Automobilkultur den dritten Bremer Elektromobilitätsstammtisch. Das ist im Prinzip so ein lockeres Treffen von Elektroautofahrern aus ganz Norddeutschland. Da kann jeder kommen. Wir organisieren uns über das Going Electric Forum. Und gestern waren ungefähr 12 Teilnehmer da mit 12 Autos. Eine sehr schöne Truppe, nicht zu viele Leute, sodass man sich auch mit jedem so ein bisschen unterhalten konnte. Und mit welchen Autos wir gefahren sind, was für schöne Gespräche und Diskussionen wir hatten, das erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran! Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist der dritte E-Mobilitätsstammtisch in Bremen. Und zwar sind wir hier in der Überseestadt im Schuppen 1. Hier drin ist das Zentrum für Automobilkultur. Also eigentlich sind wir hier genau richtig. Und hinter mir ist ein Laden, wo es elektrische Fahrräder, also E-Bikes gibt. Und wir sind hier mit 10 Elektroautos und aller Fabrikate. Wir haben E-Golf, wir haben Zoe, wir haben ein i3, wir haben Model S, wir haben jede Menge Model 3. Und wir haben diesen Fiat 500e von Stefans Schwester. Und wir haben ein EQC, den hat Stefan mitgebracht, frisch aus dem Werk. Da werde ich mich vielleicht gleich noch mal kurz reinsetzen. Fahren darf ich ihn leider noch nicht. Und dann haben wir noch einen Kona. Und da kommt gleich der nächste Kona in diesem schönen Türkis. Und dann sind wir, glaube ich, vollzählig. Und dann geht's los. Dann geht der Stammtisch los. Und ihr werdet gleich mitgenommen. Und ich zeige euch ein paar Bilder aus dem Schuppen. So, hier riecht man zum Beispiel, dass es hier Verbrenner gibt. Also es riecht hier nach Benzin, nach Abgas. Der Duft der großen, weiten Autowelt. Neben mir steht Niklas, auch beim Elektrostammtisch dabei. Du kommst aus Nordenham. Ja, genau. Und Niklas ist so ein interessantes Beispiel. Du bist gerade 18 geworden vor einer Woche. Ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. Und Niklas hat sich das erste Mal im Leben jetzt ein Auto gekauft. Und was ist es geworden? Eine Renault Zoe. Und jetzt fragt sich doch wieder, wie 18, erstes Auto im Leben. Da kauft man sich doch irgendwie was mit PS, mit Sound, Golf GTI oder sowas. Du hast aber ein Elektroauto gekauft. Wie bist du denn darauf gekommen, ein Elektroauto zu kaufen? Ja, also normalerweise hätte ich ein Auto von meinen Eltern übernehmen können. Aber da ich auch nicht so mit dem Schalten und sowas zurechtkomme, hätte ich mir wahrscheinlich dann sowieso eine Automatik geholt.
Und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt, da war gerade Tesla auch ziemlich in die Medien drin. Und gut, ein Tesla wäre jetzt Erstwagen jetzt natürlich überhaupt nichts gewesen. Hängt von der Finanzkraft der Eltern ab. Ja, genau. aber nee, dann habe ich ein bisschen mich auch nach Elektroautos umgeschaut und dann wollte ich eigentlich mit 17, weil ich begleitetes Fahren hatte, also eigentlich auch schon Führerschein, wollte ich mir eigentlich erst einen Twizy holen. Ja. Aber gut, das kommt man jetzt ja erst recht nicht so weit mit. Zur Schule hätte das jetzt vielleicht gereicht. Aber ja, der Renault Zoe ist dann als Variante quasi geworden. Ja, so sieht es hier also von innen aus. So ein bisschen beige, da finde ich so ein bisschen das Problem. Bei der meiner Zoe, die hat ein schwarzes Armaturenbrett, aber bei dem beigen ist es so, dass es hier in der Frontscheibe doch recht spiegelt, gerade bei Gegenlicht. Das hast du auch, ne? Ja, das stimmt. Und sonst hier haben wir schönes braunes Leder. Das sieht so ein bisschen aus wie in den 70s, finde ich. Also, sieht sehr schick aus. Und jetzt hast du 60%. Ja, genau. 133 Kilometer Rest. Und was steht da, wenn er voll ist? Ungefähr 270 Kilometer, wenn er voll ist. Und ist diese Anzeige so realistisch oder wie weit kommst du dann? Ja, also wenn ich jetzt Vollstoff gebe, dann ist es nicht, also ist es weniger, dann komme ich ungefähr 220 sowas. Auf der Autobahn dann? Genau. Aber wenn ich jetzt normal fahre, dann komme ich das auf jeden Fall, wenn vielleicht sogar auch manchmal mehr dann. Ja, alles klar. Ja, danke Niklas, hat mich gefreut und Glückwunsch zum Auto. Danke. Ich betrete oder ich besitze quasi einen EQC. Ja, alter Mercedes-Fahrer, 18 Jahre Mercedes gefahren. Das ist die Harfe. Hey Mercedes? Ja, bitte? Sitzheizung anschalten. Nein, es ist zu heiß. Bitte schalten Sie die Zündung ein, um also, die Funktion. Ich habe Zündung nicht an, aber hast du gesehen? Er hat hier mich als Beifahrer erkannt. Ah ja, weil das hier so ein bisschen genau, rot war. Genau, deswegen wird es hier rot. Er hat mich als Beifahrer erkannt und macht dann die Beifahrerseite an. Ey, cool. Also er unterscheidet zwischen Fahrer und Beifahrer. Jetzt kannst du halt sagen, er macht sich die letzten 90 oder die letzten 3 Stunden. Das ist ja gut. Bin ich im Schnitt bei 22,7 gewesen. Jetzt gestern mit meiner ganzen Autobahnfahrt. Ja, cool. Hey Mercedes! Hey Mercedes! Ja, bitte? Wie spät ist es? Es ist 16.49 Uhr. Vielen Dank. Runter. Da ist die Rampe. In einem weiten Bogen. So, das ist meine Premiere. Ich fahre heute das erste Mal in einem Mercedes EQC. Ich bin ja früher 18 Jahre Mercedes gefahren und hätte es den vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren schon gegeben. Ich hätte vermutlich keinen Tesla. Wir fahren gerade über Kopfsteinpflaster. Deswegen ist das hier so laut, wobei ich das gar nicht laut finde. Nein, nein, das meine ich damit. Ne? Also ich finde das Geräuschniveau hier echt klasse. Das ist aber Mercedes typisch, weil meine Autos hatten auch ein sehr, sehr niedriges Geräuschniveau. Und ich habe es auch nicht anders erwartet, muss ich zugeben. Wenn ich Mercedes fahre, dass ich nichts höre. Auch wenn man hier über Bodenwellen fährt oder über Gullideckel. Man gleitet über die Straße. Tja, und sowas erlebt man nur auf dem Stammtisch in Bremen. Also, nächstes Mal Elektro-Stammtisch in Bremen anmelden und vorbeikommen. Es lohnt sich immer. Und beim nächsten Mal haben wir gerade beschlossen, also Stefan und ich haben das beschlossen, wir sind quasi hier die, die es zu sagen haben, dass wir den Stammtisch jetzt immer hier im Schuppen machen, weil hier ist schließlich das Zentrum für Automobilkultur. Und was anderes sind wir Elektroautofahrer als Automobilkultur? Stimmt's oder habe ich recht? Genau so. So, jetzt habe ich mal eben schon mal umgeschaltet. Du hast umgeschaltet? Auf Sport oder was? Mhm. Jetzt siehst du nur, dass wir nur im Frontantrieb sind. Ja. Und wenn nicht gleich, es ist da hinten der GT4 ein bisschen im Weg. Steht ja, mitten auf der Straße. Oh, Junge. Ich wollte jetzt mal eben nochmal Gas geben, aber hinter uns ist das wohl keiner. Siehst du es gleich? Jetzt, das war jetzt blau, das heißt, er geht zurück von der. Achso, falsche Taste. Ja.
Nee, wirklich schönes Auto. Und wenn der von der Effizienz so ist, wie die ersten Fahrversuche es jetzt vermuten lassen, dann ist das tatsächlich ein ernstzunehmender Konkurrent für Tesla, würde ich mal sagen. Es ist ein Mercedes. Hallo? Schönes Auto, nicht? Ja, wenn Mercedes es nicht schafft, ein anständiges Elektroauto auf die Beine zu stellen, dann frage ich mich, welcher deutsche Hersteller soll es sonst schaffen? Dann kann es eigentlich nur noch VW. Die sind ja auch dabei. Aber das ist halt eine ganz andere Fahrzeugklasse, was sie demnächst rausbringen. Das hier ist ja mehr so das Schiff für die gut betuchte ältere Generation, so wie, ich will jetzt niemanden angucken. Ja, wir sind hier alle Ü40, ne? Ich bin Ü50, das auch wenn ich nicht so aussehe. Das hätte ich jetzt nicht gesagt. Ich sehe aus wie 40 und nimmst das zur Kenntnis. Ich noch nicht. Boah. Ich weiß nicht, habt ihr vorhin den anderen mitbekommen, der da angekommen ist? Ja, der mit dem roten Cap. Ja, der mit dem roten Cap. Also ja. Der war. Also, so habe ich bis jetzt auf keiner Veranstaltung gedacht. Das habe ich auch zu Niklas gesagt, unserem 18-jährigen Frischling mit der Zoe, dass die Generation, die er jetzt repräsentiert, das sind die, die künftig Elektroautos fahren werden. Ja. Ich habe das jetzt am Wochenende gemerkt. Ich war ja da bei Verwandtschaft und Freunden unterwegs. Und die haben halt Kinder so im teenager Alter. Und die waren auch total fasziniert von. Erstmal kannten die das Auto sofort. Und also das Model 3 die wollten ja das Model 3 und können wir mal mitfahren. Also das war bei denen richtig angesagt. Wundert mich so ein bisschen, weil ich kenne es von hier aus eigentlich, dass viele Jugendliche an Autos eigentlich relativ wenig Interesse haben. Doch Teenager, die stehen auf sowas. Oder Kinder auch. Also mein Neffe auch. Mhm. Der ist so begeistert jetzt schon von Tesla. Ja, eine Freundin von mir, die hat einen 6-Jährigen jetzt gerade eingeschult. Der freut sich immer, wenn ich mit irgendwelchen Elektroautos komme. Hat's auch gesagt, oh Stefan, so was denn? Lionel möchte wieder in deinen Tesla rein. Ich so, ja, als ich hier das Model S hatte. Da ist er dann immer sofort. Mercedes kann immer noch Autos bauen, würde ich sagen. Ja. Also, Fahrzeug ist abgenommen, ne? Oder? Fahrzeug ist abgenommen, kann jetzt in Serie gehen. Wir werden uns jetzt vergleich die Rücken anbringen. Ach so! Ah, cool, guck mal. Ist das eigentlich ein S? Nee. Nee, ne? Dem bin ich Probe gefahren. So mal ein Zacken Sportlöcher. Das ist ja interessant. Ich habe gedacht, die geht anders auf. Witzig! Ist aber auch gewöhnungsbedürftig dann, ne? Ja, aber ist halt ein bisschen spacig. Finde ich ganz witzig, wie das hier BMW gelöst hat. Ne? Ups. So, nee, das geht genau. Das geht musst du nicht. Erst die hintere Tür zu machen. Wollt ihr nicht mit? Ja, er wollte auch mit. Du wolltest auch mit, oder? Jens. Lass mal auf. Muss ich jetzt aufmachen? Ja, du musst. Ach so! Wolltest du nicht auch mit? Ja, das weiß ich nicht. Natürlich darfst du. Passt das nicht? Da, genau. Ah! Geht das? Wenn ich angeschnallt bin? Nee, ne? Das ist ein bisschen verwirrend hier gerade. Merkst du, konzeptionell ist das Auto spannend. Interessant, ja. Ganz anders, als man das so kennt. So, jetzt musst du die Tür zuerst zumachen. Groß. Nee, da ist der Griff. Moment. Ich bin ja auch gerade aus Model 3. So, jetzt anschnallen. Ja, das ist halt Gewohnheit. Ich habe auch noch nie drin gesessen. Wir sind ja für alles offen, ne? Also, Probefahrt i3. Was hat der für einen Akku jetzt? Der hat den 120 Amperestunden Akku. Ja, ihr habt ja immer diese Amperestunden. Ich glaube, es sind umgerechnet um die 40 Kilowattstunden. Ich bin nicht täuscht. Ja, das Kopfsteinpflastergeräusch ist hier etwas präsenter als beim EQC. Definitiv, ja. Oh ja, ich bin gut. Das sind auch natürlich auch diese kleinen, dünnen Trennscheibenreifen. Ja, die Flexscheiben, ja. Das macht im Stadtverkehr schon riesen Spaß, einfach auch größere Autos abzuziehen. Aber das ist dein einziges Auto? Oder hast du noch zwei? Ja, das ist ein Firmenwagen. Firmenwagen. Geleast. Damit machst du auch Langstrecken? Ja, manchmal in die Heimat. Das sind knapp 320 Kilometer. Wo ist die Heimat? Im Sauerland. Sauerland, okay. Ja.
Und jetzt im Herbst werde ich nochmal eine Tour machen über mehrere Stationen bis nach Zürich und dann wieder zurück. Ja. Über München, über Würzburg, Sauerland. Und der lädt mit wie viel kW? Maximal 50 auf DC und 11 AC. Mhm. Ich verstehe aber auch nicht, warum sie hier so viel Energie in diese Leichtbauweise reingesteckt haben, aber dann in den CV-Wert so wenig anheben soll links. Ne? Ja. Also auf der Autobahn ist der halt wie so ein Brett. Ne? Ja, so, okay. Ja, es ist einfach ein Auto gewesen, was nie für Langstrecken und Autobahnen konzipiert wurde. Ne? Genau. Das ist also ein Stadtauto. Man merkt das. Und da ist der CV-Wert dann nicht so entscheidend. Das ist ein leichtes Piepen. Oder? Das mag ich. Das ist auch sehr leise. Dieses Kundencenter in Hamburg und Kundencenter in Groningen, wo ich das ja nun festgestellt habe, das sind zwei Paar Schuhe. Das ist anders. Es ist anders aufgebaut und ich möchte jetzt nichts Negatives über Hamburg sagen. Das machen wir auch nicht, weil in Hamburg geben sie sich schon Mühe. Ja. Die Mitarbeiter selber können auch eigentlich nicht viel dafür. Die werden wahnsinnig unter Druck gesetzt. Die haben auch unheimlich viel Druck. Das habe ich die auch müssen gemerkt. Versuchen, das abzuarbeiten. Ja. Und natürlich, wenn du den ganzen Tag mit maulenden Kunden zu tun hast, also ich könnte da auch nicht immer wahnsinnig toll freundlich bleiben. Irgendwann patzt man dann auch mal zurück. Also ich finde das völlig verständlich, das ist menschlich. Nur ist einfach blöd, dass Tesla seine Mitarbeiter so in diesen Situationen ausliefert. Ne? Also ja, ich finde das von der Firma so nicht. Der Mitarbeiter von Firma Tesla muss denn das ausarbeiten, was die Oberetage festgesetzt hat und was aber nicht, was nicht kundenfreundlich ist, was nicht rational ist, was irgendwo gegen den Kunden fast ist. Und das finde ich nicht gut, weil die können nur so viel arbeiten, wie sie machen und dann bleibt manches auf der Strecke. Na klar, so ist das. Ich hoffe, es wird bald besser. So, das waren die Bilder vom dritten Bremer E-Mobilitätsstammtisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Drückt auch gerne die Glocke, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und beim nächsten Stammtisch, ungefähr so in 3 Monaten würde ich schätzen, da seid ihr vielleicht auch dabei. Schaut mal im Going Electric Forum rein, dort unter Termine und Stammtische. Da findet ihr uns Bremer Stammtisch und dort könnt ihr euch dann, wenn es soweit ist, gerne anmelden. Ihr seid herzlich willkommen. Bis dahin. Ciao.